ganz schön groß, die Mädchenkiefer. Ja, um diesen Baum soll es in diesem Video gehen. Der dritte Kandidat in meiner kleinen Serie Mädchenkiefern auf dem Weg zum Bonsai. Und ich fühle mich heute unheimlich weit weg von der Kamera, muss deswegen auch so laut reden, weil der Baum so brutal hoch ist. Aber ich kann jetzt schon ankündigen, dass ich mich im Vorfeld schon dazu entschieden habe, hier eine Einkürzung gleich vorab vorzunehmen. Und zwar diesen Ast hier. Ich werde also den Baum von 80 auf 55, 60 cm runterkürzen. Und damit starten wir heute mal gleich dieses Video. So, jetzt bin ich aber wieder mit dem Kopf da. Vorher war ich kopflos und auch die Mädchenkiefer ist kopflos. Und jetzt erkläre ich euch einfach mal und erzähle euch einfach mal, was ich mit diesem Baum hier so vorhabe. Ja, Ende Februar und wir haben ein traumhaftes Wetterchen, Freitagnachmittag. Und ich habe mir jetzt heute einfach mal ein paar Minuten früher freigenommen, weil mich das Wetter so angefixt hat, nachdem es hier jetzt die letzten 3-4 Tage extrem stürmisch, mit Schnee, mit allem, was es so gab, war. Aber inzwischen sind wir wieder im zweistelligen Bereich. Und die Mädchenkiefer stand jetzt im Keuhaus, damit ich hier einen trockenen und auch frostfreien Boden habe. Und wie ihr seht, weht der Wind, wie immer, wenn ich Videos drehe. Seht ihr, dass die Mädchenkiefer hier unten einen ziemlich ausgeprägten Stamm schon hat. Sie macht dann hier den Knick, geht hier ziemlich gerade und fällt dann, ich glaube von hier sieht man es besser, geht hier ziemlich gerade und fällt dann hier wieder ein Stückchen darüber ab, kommt dazu ein klein wenig nach vorne. Diese lange Strecke hier, die gefällt mir gar nicht, genauso wenig wie hier. Deswegen ist so mein Plan, dass ich eigentlich die Mädchenkiefer, wenn man jetzt diesen Blick auf den Stamm vorne lässt, dass ich die Mädchenkiefer in die Richtung gestalten möchte, hier wieder mit meiner großen Zange arbeiten möchte, um hier eine Biegung in diese Richtung zu bekommen, mit Aufspalten, Raffia, Draht, hier rüberziehen, Spanndraht auch einsetzen und hier einfach ein klein wenig Bewegung reinzubringen. Das wird sicherlich nicht einfach, weil die ist schon ganz schön massiv, war ein Schnäppchen im Winter, um die Hälfte reduziert und mir hat der Baum von Anfang an gefallen. Er sieht auch wirklich mega gesund aus, war den ganzen Winter draußen, aber bevor ich jetzt irgendwas am Stamm mache, schauen wir erstmal da unten rein. Und zwar werde ich jetzt hier wieder ein Stückchen vom Topf abschneiden, freilegen und mal schauen, was er mir so 2, 3, 4 cm unter der Erde zu bieten hat. Das mache ich im Schnelldurchlauf und dann komme ich wieder zu euch. Thank you.
bevor ich an dem Baum weitermache, ich weiß nicht, ob man es vorhin im Zusammenschnitt mal kurz gesehen hat, ich habe einen Findling gehabt in dem Topf. Dazu stellen wir die mal weg. Und zwar, ich hoffe mal, man sieht das jetzt, ein klitzekleines Bäumchen. Und den will ich natürlich nicht verkommen lassen. Ich habe hier auch schon ein klein wenig. Ich hole euch mal nach unten. Und ich denke auch näher ran, weil das Ding sieht man wirklich kaum. Totally live hier. On stage. Ja. Da haben wir diesen ganz zarten, kleine, diese ganz zarte kleine Pflanze, die aber doch schon ein gutes Wurzelbild ausgebildet hat. Ja. Ich versuche es mal, ob man es so besser sieht. Jawohl, so geht es ein klein wenig besser. Und da werde ich jetzt in dieses Mini-Töpfchen hier erstmal ein bisschen Substrat reintun. Und dann geben wir angefeuchtetes Spackenmoos rein. Und in das hier werde ich diese kleine, ich hoffe natürlich jetzt mal, dass es am Ende vielleicht eine Mädchenkiefer ist. Die kommt hier jetzt schön rein. Und dann machen wir hier noch eine kleine Schicht Substrat drauf. Und dann werden wir diesen kleinen Sämling mal einfach weiter pflegen und hegen. Hoffen, dass er irgendwann mal riesengroß wird. Ja, und ich bin gespannt. Das ist jetzt sicherlich nicht der ganz große Versuch, aber der Zufall hat diesen kleinen Bonsai geschaffen und schauen wir einfach mal, was aus ihm wird. Die kleine Tochter ist versorgt und es geht wieder darum, sich hier um die Mutter zu kümmern. Und wie ihr gesehen habt, habe ich den Baum jetzt doch in diesen großen Teichpflanzkorb umgetopft. Es waren einfach unheimlich viele lange Wurzeln dabei, die überhaupt keine Funktion mehr für den Baum haben. Die wollte ich abmachen, ansonsten habe ich den Wurzelballen, wie man gesehen hat, sehr kompakt gelassen. Und hier auch im alten Substrat eingesetzt, entsprechend aufgefüllt. Natürlich ist der Topf jetzt hier viel zu groß, spielt aber in dem Moment jetzt momentan überhaupt keine Rolle. Ja, es ging jetzt einfach nur darum, ihm wieder eine gute Heimat zu geben. Da ich an der Wurzel so gut wie nichts gemacht habe, habe ich jetzt auch kein Problem damit, mit dem Baum weiterzuarbeiten. Und die Weiterarbeit wird so aussehen, dass ich morgen, weil die Sonne ist inzwischen hinter den Häusern verschwunden, morgen den Baum aufspalten, werde Raffia drumherum wickeln, drahten und dann werde ich versuchen, aus dieser ewig langen geraden Strecke irgendeine Schwungform reinzubringen. Bin sehr gespannt, wie das wird. Und für mich geht es morgen weiter, für euch jetzt gleich. Schauen wir mal, wie es wird. Thank you.
Mein Freund der Wind, heute wieder mal groß im Einsatz. Ja, ich selbst war auch groß im Einsatz an der Mädchenkiefer. Ihr habt gesehen, ich habe aufgespalten. Ich habe mit Raffia umwickelt. Ich habe zwei Stabilisierungsdrähte an den Außenseiten bzw. ja, am Baum angebracht. Zunächst gedrahtet, dann mit schwarzem Klebeband umwickelt. Und auch der Hauptdraht hier jetzt ist doppelt ausgefallen mit einem sehr dicken Draht. Ich denke mal, das ist ein 5er oder 6er. Und jetzt geht es eigentlich darum, hier die ersten Biegungen vorzunehmen. Ich habe mir hier jetzt überlegt, ich will das dann auch, dass ich ziehen kann. Jetzt ist so ein Teichkorb natürlich nicht so unbedingt das ganz stabile Teil. Ja. Deswegen werde ich hier jetzt den Draht anbringen. Richtig genug schwingt, die Lücke hier öffnen, dass ich durch den Draht durch kann. Ich werde jetzt hier einen Draht anbringen, den ich zum Stabilisieren benutzen kann. Zunächst mal, wenn es denn geht. Jawohl, es geht. So. Und den möchte ich hier fixieren. Ja. Es ist natürlich so ein Teichkorb nicht so das stabilste Metier. Deswegen nehme ich hier ein vorgebogenes Stück, einen richtig dicken Draht. Und schau mal, ob ich das so hier reinkriege. Denn das nehme ich jetzt um dieses Eck hier einfach ein klein wenig stabiler zu machen. Machen wir hier noch ein Löchchen für den Draht rein und gehen mit dem mal durch. Wo haben wir es? Da ist es. So, und jetzt sollte dieses Eck eigentlich stabil genug sein, um hier zu arbeiten. Ja. Und wie ihr seht, kriege ich hier schon ein klein wenig Bewegung rein. Das ist aber natürlich nicht das, was ich will. Ja, Plan 1, ich möchte von diesem Stamm hier zunächst mal den Baum ein Stück hier rüber bringen. Ja. Das wird sicherlich eine etwas... Ich gehe mal in die Aufrechte. Ja, das geht schon mal gar nicht so übel und ich versuche jetzt mit dem Draht weiter zu arbeiten, mit dem Spanndraht hier. Hier mal dieses Teil hier ab, damit wir besser rankommen. So, und wir holen den Baum nochmal, gucken, dass wir ihn nochmal ein Stückchen runterkriegen. Jetzt wird hier das Ding hier rausgedrückt. Stabilisierungs. Das werde ich nachher nochmal mit dem Kleindraht fixieren, damit mir das nicht rausgeht. Aber wie ihr seht, hat die Mädchenkiefer jetzt schon mal hier durchaus ihre Form verändert. Nächstes Bauwerk. Jetzt will ich an dieser Stelle wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das wird jetzt vermutlich defiziler. Ich will ja auch keine Ästchen abbrechen. Das ist schon richtig Arbeit. Ja. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich mache die gleiche Geschichte auf die Seite rüber
und ziehe dann den Baum wieder in die Richtung. Aber wir versuchen es erstmal nochmal mit roher Gewalt. Noch hält alles hier. Boah, das ist jetzt wirklich echte fette Arbeit. Ja, vom Prinzip her eigentlich gar nicht so übel. Vielleicht den Hebel ein klein wenig verändern. Okay, sieht eigentlich richtig gut aus. Ich werde jetzt noch zunächst mal diesen Draht hier noch nach oben ziehen. Das mache ich im Zeitraffer. Und ich werde dem Baum hier auch die anderen Äste, die ich noch benötige, beziehungsweise ich werde mal alle wichtigen Äste drahten. Das mache ich, wie gesagt, im Schneidurchlauf. Und dann, wenn es darum geht, vollends die endgültigen Zwischenschritte zu dokumentieren, hole ich euch dann wieder in Bild und Wort dazu. Aber jetzt werde ich erstmal ein bisschen Draht an den Baum bringen und hoffen, dass der Wind nicht zu einem Sturm wird. Sonne ist da. Kann man sich was Schöneres wünschen als jetzt so die erste Gestaltung bei strahlendem Sonnenschein zu machen? Nee, ich finde eigentlich nicht. Ja, ihr habt gesehen, ich habe die Hauptäste gedrahtet. Ich habe mich auch vom ein oder anderen Ast, vor allem hier oben, getrennt, aber auch in diesem Segment hier vor allem, da war die Mädchenkiefer sehr dicht. Man denkt mal, man muss auch nicht jeden Ast, den man abschneidet, in einem Video kommentieren. Ich habe hier inzwischen den Spanndraht auch schon so vorbereitet und werde jetzt versuchen, die Mädchenkiefer einfach in die Richtung ein klein wenig zu holen. Ja, das ist nämlich der Weg, wo ich sie eigentlich auch noch hinhaben möchte. Und wie man sieht, geht das eigentlich relativ gut. Ja, ich werde jetzt mal den Spanndraht einfach mal in Aktion nehmen, möglichst ohne ihn großartig zu verwursteln. Jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Großmeister immer noch jemand Zweites dabei haben, wenn sie an ihren Bäumen so Sachen vornehmen. Für mich viel schöner, wenn man noch jemand hat, der einem das hält. Ja, kurze Bemerkung zu diesem Topf hier. Ihr merkt, der fängt so langsam an, sich ein klein wenig zu verformen und zu wackeln. Das heißt, ich komme jetzt an seine Elastizitätsgrenzen. Was ich aus dieser Gestaltung, aus dieser Bearbeitung von der Mädchenkiefer gelernt habe, ist das, nächstes Mal geht es in einen Holzbehälter. Wenn ich solche großen, wenn ich spannen muss und so weiter, dann geht es in den Holzbehälter, der sich einfach nicht so verzieht. Ich denke mal, ich bin jetzt auch wirklich am Ende angelangt. Aber bis jetzt ist das noch alles ziemlich stabil, ja, aber er wackelt natürlich schon kräftig, aber soll ja jetzt auch kein Quartier für die Ewigkeit werden und aus dem Fehler muss ich jetzt einfach lernen. Ja, zurück zum Bäumchen. Ja, was haben wir? Wir haben diesen Ast hier, den werde ich auf jeden Fall mal definitiv behalten, den werden wir nur ein klein wenig drehen. Und zwar nach Möglichkeit in diese Richtung.
So. So. Der ist natürlich viel zu lang, viel zu gerade. Deswegen schauen wir mal, wie das so aussieht, wenn man ihm hier so diese Biegung gibt. Ja. Also eins vorweg, diese kleineren und dünnen Äste, die möchte ich jetzt noch nicht raten. Ich habe jetzt genug gerade an den Baum rangebracht. Ich denke, das reicht. Was ich allerdings machen möchte, ist, hier vorne haben wir so ein paar buschige Dinger, die sind mir zu viel. Ja, also ich werde hier mich von denen, die nach oben wachsen, trennen. Und auch hier werden wir die, wo nach unten wachsen, wegnehmen. Und eigentlich auch dieser, wir haben jetzt einen relativ großen, da könnte man jetzt sagen, oh geil, den nehmen wir mal mit, aber das mache ich nicht. Ich will eigentlich eher auf die zwei da unten gehen, weswegen ich auch den hier wegmache und den hier wegmache. Dann habe ich hier zwei, die ich hier wunderbar teilen kann. Müssen wir hier oben die Stelle machen, wir noch ein klein wenig sauberer. Wackelt doch ganz schön. Werde ich natürlich alles nachher noch mit Grundversiegelung versiegeln. Ja, also auch den hier lasse ich jetzt mal. Ich will, wie gesagt, dem Baum nicht auf einmal so viel zumuten. Der wird sicherlich ein klein wenig noch hier rüberkommen. Aber ich habe Zeit bei meinem Bonsai. Ja, gehen wir zu dem Ast hier unten. Den probiere ich mal von hier aus für euch so zu drahten, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt, was ich mir daraus vorstelle. Der geht hier in 1, 2, 3 Äste auf. Oder Zweige auf, besser gesagt. Den will ich hier auch, dass der hier der Haupttrieb wird. Ich möchte aber trotzdem das hier nicht verlieren. Aber auch hier haben wir schon viel zu viel und viel zu lange Verzweigungen. Auch den holen wir uns ein Stückchen zurück. Der geht nach unten. Machen wir auch weg. So. Ja, klar, der hier hat hier nichts zu suchen, der wird seine Position, wenn ich den Ast behalte, hier finden, den werde ich nachher auch noch kurz drahten, ja, und dann so rüberziehen. Der wäre jetzt einer, da macht sicherlich Sinn. So, kommen wir in die nächste Ebene, den kleinen hier, den lasse ich mal dran, weil er so nicht auf einer Stufe mit den anderen ist. Der tut mir auch im Moment überhaupt gar nicht weh. Dafür werden wir den hier ein klein wenig auföffnen. Öffnen nennen wir es mal. Auch hier schneide ich die Zweige weg, die wirklich nur nach unten gehen. Um das Ganze ein klein wenig aufzulockern. So, da haben wir auch noch ein längeres Stück dran. Können wir vielleicht nachher noch gebrauchen. Auch hier hat er so einen kleinen, ach warum soll ich den wegmachen? Hier habe ich auch noch die Möglichkeit, dann mit Draht was zu machen. Den lassen wir jetzt hier einfach mal drumherum wachsen. Auch die beiden hier an der Seite, ne, gehen wir der Reihe nach. Ja, also hier diesen kleinen haben wir ja gesagt, lassen wir. Auch den hier werde ich ein bisschen in sich drehen. Hier wieder zurück. Auch nicht ganz gerade wachsen lassen, sondern eher ein klein wenig eine Biegung geben. Der ist ja auch schon zu lang. Auch hier nehmen wir den ganz langen Trieb weg. Ich habe mir jetzt auch keine Mühe gegeben, hier unheimlich viel zu entnadeln oder sowas. Das wollte ich alles noch nicht machen. Wo sind wir? Da sind wir. Hier zum Beispiel, das ist so der Klassiker, ja, der muss definitiv weg. Der wächst direkt nach oben.
Aber wenn wir uns den Ast anschauen, oder war ich an dem Grat, ich habe keinen Überblick mehr, dann kann das hier ein richtig schönes Polster werden. Ich glaube, an dem war ich noch nicht. So, dann haben wir hier die Ebene. Den hier, wie gesagt, ziehen wir ein bisschen in die Richtung. Hinten habe ich noch so einen Zwerg. Den lasse ich mal dran. Vielleicht mal um. Nee, weil wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn ich mir den Baum betrachte, hier reden wir über die Vorderseite. Da bin ich mir also jetzt schon ziemlich sicher. Das heißt, den brauchen wir definitiv nicht. Der hat mich zwar Nerven gekostet beim Umwickeln, aber den machen wir mal weg. Ja, und hier oben geht es jetzt auch darum, so langsam kriege ich echt harzige Finger, ein klein wenig auszudünnen, auch hier Äste wegzumachen, die ganz nach oben wachsen, sowas wie den hier. So, dass wir hier ein schönes Polster hinkriegen. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 kleinere, da will ich abwarten, welcher sich am besten entwickelt. Gleiches gilt hier, also hier habe ich jetzt noch gar nicht so viel gemacht, auch den lasse ich noch dran. Der ist immer noch, die sind alle noch so flexibel. Und dann kommen wir noch zu dem hier. Der sollte natürlich schon so ein bisschen was darstellen. Schließlich ist er ja an der Vorderseite. Und den hier ziehen wir hier so ein klein wenig rüber. Also, so sieht das jetzt mal in der ersten Instanz aus. Ich muss ihn mir jetzt selber mal anschauen, weil ihr seht den immer viel besser wie ich. Ja? Ich werde mir jetzt den mal anschauen, noch überlegen, ob ich hier noch doch noch ein, zwei Drähtchen setze. Und die ein oder andere Spitze hier noch abschneide. Hier kriegt er zum Beispiel auch neue Knospen, das heißt in der Mitte nehmen wir weg. Dann werden wir jetzt schauen, dass wir noch ein klein wenig hier nach unten arbeiten. Und da mache ich das eigentlich immer ganz gerne so. Ich habe jetzt schon gespannt. Ich hoffe nur, mir zerreißt den Bottich hier nicht. Ja, ich hole jetzt den hier einfach noch ein Stück weit runter und das Ganze mache ich, indem ich den Draht hier einfach mit diesem kleinen Stückchen dicken Draht nochmal anspanne. Also wenn der Teichpflanzkorb mir das nicht aushält, dann werde ich den Baum halt nochmal umsetzen müssen in ein stabileres, besten in ein Holzbehältnis. So, und hier hinten machen wir, boah, jetzt wird es langsam wirklich extrem, jetzt muss ich aufpassen. Ja, das heißt, hier mache ich gar nichts mehr. Wir müssen es mal anschauen. Ja, der hat jetzt wirklich eine ganz neue Form. Da lerne ich wirklich draus. Aber der Pflanze an sich macht es nichts aus. Ja. Und jetzt komme ich mal dann noch zu euch hinter die Kamera und checke mein Werk von der Position aus. Da ist sie. Die Mädchenkiefer, so wie sie jetzt den Bearbeitungstisch hier verlässt. Ich habe mir sie eine ganze Weile von eurer Position aus angeschaut. Ist einfacher, wenn man einen schwarzen Hintergrund hat, als wenn man in die Hortensien und den Gartenzaun schaut. Habe noch den ein oder anderen Draht am Baum fixiert. Habe noch das ein oder andere Ästchen ein klein wenig in die Form gebracht, wie ich mir es vorstellen kann. Für mich ganz klar, hier haben wir die Vorderseite. Die wird es vermutlich auch bleiben, weil wir hier einen wunderschönen Blick auf den Stamm haben. Dahinter werde ich versuchen, Volumen aufzubauen. Ja, der Baum hat im Moment sicherlich noch den ein oder anderen Ast zu viel. Das ist beabsichtigt, denn so halte ich mir die Option offen, auch da und dort mal ein Totholzelement einzubauen. Die Krone warten wir ab, da bin ich mir auch noch nicht ganz schlüssig. Aber ganz wichtig jetzt, ich hoffe, der Baum übersteht das. Der hat heute und gestern richtig viel über sich ergehen lassen müssen. Der kommt jetzt natürlich auch frostfrei und ich werde auf jeden Fall weiter darüber berichten, egal in welche Richtung es geht. Das heißt, wenn ich ihm zu viel zugemutet habe, dann werde ich euch das als Warnung genauso als Video auf YouTube einstellen,
wie ich euch natürlich viel, viel lieber über die weitere Entwicklung berichte. Für mich waren es heute wieder ein paar Premieren, ein paar Sachen, die ich zum ersten Mal gemacht habe. Und es hat wie immer riesig Spaß gemacht. Und wenn es euch nach so einem ewig langen Video, zunächst mal Daumen hoch erstmal für euch, für alle, die am Schluss noch dabei sind, wenn es euch auch gefallen hat, dann dürft ihr mir auch einen Daumen da lassen. Und ich würde euch ganz sicher weiter auf dem Laufenden halten zu Mädchenkiefer Nummer 3 aus dem Trio und werde mich in den nächsten Wochen dann wieder anderen Bäumen und anderen Pflanzenarten widmen. Bis zum nächsten Mal. Freut mich, dass ihr da wart und wir sehen uns dann wieder bei bunten Fischen und manchmal auch etwas größeren kleinen Bäumen in komplett verformten Schalen.